Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir in diesem Tutorial sehen, wie man Bernoulli-Experimente mit Hilfe eines wissenschaftlichen Taschenrechners, in diesem Fall der Casio-Taschenrechner, bearbeiten kann. Als erstes zu der Problematik, wann werde ich überhaupt einen Taschenrechner benötigt? Und zwar, ein wichtiger Hinweis ist, dass die Anzahl der Versuche, damit meine ich den Stichprobenumfang oder die Kettenlänge n, viel zu groß oder umfangreich ist, um es mit einer Bernoulli-Formel zu berechnen. Zweite wichtige Sache ist, dass der Taschenrechner leider nur zwei Befehle kann. Bei den Casio-Taschenrechner heißen sie Binomialdichte bzw. kumulierte Binomialverteilung. Was sie genau bedeuten, werden wir gleich sehen. Und nicht zuletzt, es gibt natürlich noch andere Ausdrücke, mathematische Ausdrücke, die wir bearbeiten müssen. Die werden dann immer mit Hilfe dieser zwei Befehle umgeformt bzw. verrechnet. Als nächstes werden wir uns anschauen, wie die zwei Befehle zu verstehen sind. Zuerst die Binomialdichte. Steht auch auf der rechten Seite, das entspricht genau der Bernoulli-Formel. Sehr vereinfacht stellen wir uns eine Binomialverteilung, und zwar von 0 bis 20. Und gehen wir davon aus, wir möchten die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass wir genau 8 Treffer haben. Eine genaue Anzahl der Treffer weist darauf hin, dass die Bernoulli-Formel dafür zuständig ist. Abgekürzt könnte man einfach schreiben p von x gleich 8 und indem wir die Binomialdichte, indem wir dieses Befehl benutzen, können wir einfach die passende Wahrscheinlichkeit bestimmen. Bei der kumulierten Binomialverteilung, wie es auf der rechten Seite schon steht, sehr vereinfacht formuliert zugegeben, es berechnet mehrere Bernoulli-Formeln zusammen. Was ist damit gemeint? Wir stellen uns wieder unsere Binomialverteilung von 0 bis 20 vor, also 0 Treffer bis 20 Treffer. Möchten diesmal die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass wir höchstens 8 Treffer haben. Höchstens 8 bedeutet alle Trefferanzahlen von 0 bis 8. Das bedeutet Trefferanzahlen in diesem Bereich. Das kann man natürlich abgekürzt auch so schreiben, p von x kleiner 8. Und das kann man dann mit der kumulierten Binomialverteilung ausrechnen. Natürlich gibt es noch viele andere Ausdrücke und als nächstes schauen wir uns an, wie man die bearbeiten kann. Eine der größten Herausforderungen ist es, anhand der Aufgabenstellung zu erkennen, wie der mathematische Lösungsansatz zu bilden ist. Um das besser zu verstehen, werden wir jetzt eine Übersicht mit den Zusammenhängen zwischen der Formulierung in der Aufgabenstellung, der Symbolik und der dazu passende mathematische Ausdruck anschauen. Als erstes, wenn eine genaue Anzahl von Treffer gesucht ist, das passende Symbol natürlich das Gleichzeichen, ein mathematischer Ausdruck ist p von x gleich k. Wenn höchstens eine gewisse Anzahl von Treffer gesucht ist, dann das Symbol ist kleiner gleich und mathematischer Ausdruck ist p von x kleiner gleich k. Wenn mindestens eine gewisse Anzahl von Treffer gesucht ist, dann ist das Symbol größer gleich und das mathematische Ausdruck p von x größer gleich k. Wenn weniger als eine gewisse Anzahl von Treffer gesucht ist, ist das Symbol kleiner und der Ausdruck p von x kleiner k. Und wenn mehr als eine gewisse Anzahl von Treffer gesucht ist, ist das passende Symbol größer und der Ausdruck p von x größer k. Als nächstes ein passendes Beispiel. Wir haben einen Blumenhändler, der gibt für seine Blumenzwiebeln eine Keimgarantie von ca. 80%. Jemand kauft eine Packung mit 40 Zwiebeln. Mit welcher Wahrscheinlichkeit keimen und als erstes genau 32 Blumenzwiebeln? Bevor wir diese Aufgabe lösen, müssen wir erstmal die Binomialverteilung sozusagen definieren. Also wir können sagen, x ist die Anzahl der keimenden Blumenzwiebeln und ist binomial verteilt mit n gleich 40 und p gleich 0,8. Jetzt zu der Lösung. Natürlich müssen wir erstmal einen Ansatz schreiben. Genau 32, wir erinnern uns, die mathematische Schreibweise bedeutet p von x gleich 32. Und das passende Befehl im Taschenrechner wäre natürlich die Binomialdichte. In diesem Fall führt sie dann zu einem Ergebnis von 0,1560. Also entspricht ungefähr 15,6%, aber das ist jetzt nicht wichtig, dass wir das prozentual angeben. Die nächste
Fragestellung: Mit welcher Wahrscheinlichkeit keimen höchstens 30 Blumenzwiebeln? Das passende mathematische Ausdruck dazu lautet P von x kleiner gleich 30. Und natürlich ist das das andere Befehl, und zwar die kumulierte Binomialverteilung. Nachdem wir in Taschenrechner eintippen, kriegen wir eine Wahrscheinlichkeit von 0,2682. Bei der Teilaufgabe C suchen wir die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 32 Blumenzwiebeln keimen. Mathematisch sieht das Ganze so aus: P von x größer gleich 32. Und da taucht schon das erste Problem. Der Taschenrechner kennt diesen Befehl nicht. Das bedeutet, wir müssen es entsprechend erstmal umformen. Dafür stellen wir uns anhand eines Balkens unsere Binomialverteilung von 0 bis 40. Und wie bereits gesagt, wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 32 keimen. Das kann man sich ungefähr hier an dieser Stelle vorstellen. Also alle Trefferzahlen von 32 bis 40. Um das auszurechnen, muss man im Hinterkopf behalten, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit für das ganze Ereignis immer 100% oder ein Ganzes ist. Und von dieser Wahrscheinlichkeit ziehen wir den Bereich ab, den wir nicht brauchen. Und zwar die Trefferanzahl von 0 bis 31. Also dieser Bereich wird für die Lösung nicht benötigt. Dieser Bereich kann man auch folgendermaßen ausdrücken: P von x kleiner gleich 31. Und ich glaube, jetzt ist es gut erkennbar. Unser Lösungsansatz lautet 1 minus p von x kleiner gleich 31. Also über das Gegenereignis haben wir das Problem gelöst. Nachdem wir das Ganze in den Taschenrechner eintippen, kriegen wir raus 0,5931. Bei der Teilaufgabe D sollen weniger als 37 Zwiebeln keimen. Mathematisch sieht das Ganze so aus: P von x kleiner 37. Und weniger als 37 sind natürlich höchstens 36 Zwiebeln. Und das kennt wieder der Taschenrechner. Von daher können wir es gleich eintippen und ausrechnen. Entspricht dann 0,9715. Bei der E sollen mehr als 37 heißt übersetzt p von x größer 37, und das heißt wiederum mindestens 38. Wir erinnern uns an die Teilaufgabe C. Bei mindestens ist es immer geschickt, wenn wir das Gegenereignis anwenden, also wäre das wieder entsprechend 1 minus p von x kleiner gleich 37. Wenn wir das Ganze wieder in den Taschenrechner eintippen, kriegen wir dann 0,0079 raus. Die F sollen mindestens 34 und höchstens 36 Zwiebeln keimen. Bevor wir einen Ansatz dafür hinschreiben, versuchen wir uns das Ganze erstmal vorzustellen. Also, wir haben wieder unser Balken mit einer Verteilung von 0 bis 40 Treffer. Und anhand der Aufgabenstellung sollen mindestens 34 und höchstens 38 Treffer vorkommen. Natürlich ist das nicht maßstabgerecht, aber ich glaube, man kann ganz gut das Bereich erkennen, was wir suchen, zwischen 34 und 38. Das Ganze kann man auch so schreiben: P von 34 kleiner gleich x kleiner gleich 38. Und jetzt zu der Umformung. Man könnte zuerst die Wahrscheinlichkeit von 0 bis 38 ausrechnen. Das bedeutet, es entspricht p von x kleiner gleich 38. Und dann diesen einen Bereich hier vorne abziehen, den man nicht braucht. Der geht natürlich von 0 bis 33. Also diesen Bereich wird nicht benötigt. Entspricht dann p von x kleiner gleich 33. Und ich glaube, spätestens jetzt ist es gut erkennbar, wie wir das Ganze umformen werden. P von x kleiner gleich 38 minus p von x kleiner gleich 33. Wenn wir diese zwei Ketten in Taschenrechner eintippen, dann kriegen wir dafür 0,2845
4, 5. Und jetzt zu der letzten Teilaufgabe. Es sollen weniger als 20 oder mehr als 35 der gekauften Zwiebeln keimen. Wir versuchen uns wieder das Ganze anhand eines Balkens vorzustellen. Entsprechend 0 bis 40. Weniger als 20, also die 20 ist ungefähr hier in der Mitte, bedeutet indirekt nichts anderes als höchstens 19 Treffer. Und höchstens 19 ist nichts anderes als p von x kleiner gleich 19. Und mehr als 35 ungefähr hier, bedeutet natürlich mindestens 36 Treffer an dieser Stelle. Also hätten wir dann p von x größer gleich 36. Wir kennen diese zwei Bereiche, haben auch nicht miteinander zu tun. Das bedeutet, wir müssen sie einzeln ausrechnen und am Ende alles zusammenfassen. Also kurz gesagt, p von x kleiner gleich 19. Hier habe ich eine 1 vergessen. Plus p von x größer gleich 36. Mit dem ersten Befehl haben wir gar keine Probleme. Das ist die kumulierte Binomialverteilung. Das bedeutet, wir schreiben es einfach nur ab und tippen dann später alles im Taschenrechner. Der zweite Befehl, mindestens 36, wir erinnern uns, es ist mal wieder das Gegeneignis. Also plus 1 minus p von x kleiner gleich 35. Nachdem wir das Ganze im Taschenrechner eintippen, kriegen wir als Ergebnis 0,0759. Zum Schluss noch ein paar wichtige Hinweise. Obwohl wir in diesem Tutorial uns nur hauptsächlich den Casio-Taschenrechner angeschaut haben, gelten natürlich alle diese Umformungen grundsätzlich auch für alle anderen wissenschaftlichen Taschenrechner wie Texas Instruments oder was auch immer ihr in der Schule sonst benutzt. Dann das Wichtigste ist meiner Meinung nach, die Aufgabenstellung richtig zu verstehen, das bedeutet die Schlüsselwörter zu erkennen und die richtigen Ansätze zu bilden. Und es gibt natürlich auch weiterführende Aufgaben, wo man eine dieser drei Parameter, also n, p oder k, suchen muss. Die werde ich dann getrennt in einem anderen Tutorial behandeln.